Hi, heute zeige ich euch, wie ihr mit der Küchenwaage Beurer DS61 ist speziell so eine Nährwertanalysewaage für Diabetiker sehr sinnvoll. Wir haben sehr viele vordefinierte Programme bzw. Warengruppen, die wir auswählen können und bis zu 50 frei wählbare Plätze. Und an einem Beispiel von einem Eiweißshake, den ich jetzt mal ausprobieren möchte, zeige ich euch mal, wie man einen dieser Plätze programmiert und vor allem, welche Daten ihr an sich eingeben könnt bzw. eingeben müsst, damit ihr als Diabetiker glücklich werdet. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz einen diesen Shakes, die ich ausprobieren möchte. So, Fokus. Fokus. Fokus, jawohl. So, wir sehen hier oben haben wir die Kilokalorien, wir haben die Fette, die Kohlenhydrate, letztendlich auch das Thema Eiweiß. Das sehen wir hier. Und ja, mehr interessiert uns ja mal nicht. Für die FPE, also Fett-Protein-Einheiten, wäre noch Eiweiß interessant und Fett. Aber letztendlich müsst ihr immer gucken bei solchen Shakes. Was haben die an Kohlenhydrate? Und Kohlenhydrate, muss ich sagen, ist hier wirklich verschwindend gering. Kann man also fast ignorieren. Betonung liegt auch fast. Ich hau halt entsprechend immer ordentlich was rein. Entsprechend muss ich da auch ein bisschen mitrechnen. Wenn ihr Milch verwendet, klar, müsst ihr auch die Milch berechnen. Hier unten seht ihr aber auch schon, steht drin 300 ml Wasser, eine Portion mit 30 Gramm. Oder eben mit fettarmer Milch würde ich sowieso empfehlen, anstatt mit der 3,5 oder was das da ist. Ich trinke eigentlich nur 1,5 oder am liebsten Mandelmilch, weil die hat nur 3 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Milliliter. Ist natürlich viel geiler. Gut, so, Ding aus dem Bild. Die Waage einschalten. Und danach Tara und MR gleichzeitig drücken. So, zack. Hier blinkt schon der Code 50. Die 9 müsst ihr nicht mehr eingeben. Ich weiß jetzt, ich habe den Platz 60 frei. Also gebe ich hier die 60 ein. Bestätige die Eingabe mit MR. So, und jetzt beginnt es links oben. Seht ihr jetzt ein bisschen schlecht mit den Kalorien. Immer auf 100 gedacht. 371 wären jetzt die Kalorien auf 100. Das nächste sind die Cholesterinwerte. Haben wir nichts, geben wir 0 ein. So, das nächste sind die Kohlenhydrate. Hier habe ich 2,2. Das ist ein bisschen tricky. Jetzt müsst ihr schauen. Ihr seht 2,2. Hat er schon ein Komma? Jawohl, hat er. Wenn es im 0,Bereich ist, wieder mit MR bestätigen. Ist es am Anfang ein bisschen ungewohnt, du musst ein paar Mal die Nullen eingeben, aber letztendlich orientiert ihr euch an dem Punkt. Das sehen wir wahrscheinlich gleich, weil ich versemmel es regelmäßig. So, Dalle, was haben wir jetzt? Fett 2,5. Seht ihr? Hier geht es los. 0,25. Nein, wir wollen 2,5 Gramm. Also eine Null dazu. Proteine haben wir 85 Gramm. 85, ihr seht, jetzt blinkt hier Komma. 8,5, das wären also Milligramm. Wir wollen aber in den Grammbereich. So, und jetzt sind es 85,00 Gramm. Das Ganze wieder bestätigen. Und jetzt ist er schon im Wiegemodus. Schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Wir haben jetzt auf dem Speicherplatz 69 den Eiweißshake angelegt. Waage an. Ich habe jetzt. Weil ich den Shake jetzt mit Wasser zu mir nehme. Einfach mal ordentlich Wasser reingehauen. Jetzt muss ich noch nichts auswählen. Könnte ich zwar, mache ich aber nicht. Dann habe ich jetzt einfach mal zwei gute Löffel von dem Pulver. Früher hast du dann immer geguckt und oh, ist das genau. So, jetzt halt 35. Wir haben vorhin gesehen, ist 30. Ist eine gerade, was ist gerade Zahl? Ich will das schief haben. So. Ah, 37, cool, passt. So, jetzt haben wir den. Jetzt gebe ich die 69 ein. Jetzt rechnet er mir das fleißig aus. Und
kommt mir mit 0,07 BE, na, die vergessen wir doch mal ganz dezent, haben hier unten 31,5 Gramm Eiweiß mal 4, haben wir so, ich runde mal ganz grob auf, sind wir bei 120 Kalorien. Die FPE-Regel besagt dann im Endeffekt das Ding mal ganz grob durch 100. Ja, also können wir gerade mal vergessen. Dann brauchen wir da auch großartig nicht spritzen, außer ihr hattet natürlich schon mehrere Eiweißshakes irgendwie intus. Dann solltet ihr das mal hochrechnen, weil es macht keinen Sinn, sich da ein bisschen zu verarschen, indem man sagt, naja, morgens ein Shake, mittags ein Shake, dann gegen Spätnachmittags ein Shake, abends ein Shake, immer schön mit der FPE geschummelt und dann wundert ihr euch, dass ihr einen Überzucker bekommt. Das Zeug kann sich ordentlich verzögern. Wir reden hier, je nachdem, wie viel ihr zu euch genommen habt an Eiweißen und Fetten, reden wir von bis zu 7 Stunden Verzögerung oder ja, Verarbeitungsphase, sage ich mal. Das ist ein anderes Thema, das bringe ich in einem anderen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Gerne auch Kommentare oder Fragen, die ich in einem nächsten Video beantworten würde. Bis dann und viel Spaß!